So ist das manchmal, ne? Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Pilot Spell TDT hier bei uns auf dem Konfi-Kanal, hier auf Rooftops. Und Daniel, kannst du mal dieses Push-to-Talk irgendwo anders legen? Immer wenn wir auch Trader sind und du gehst in Panik, drückst du einmal auf Hatte ich auch ein paar. Jedes Mal, wenn ich mit Daniel Trader bin, drückt der auf diese Push-to-Talk-Taste und nervt mich damit richtig hart ab. Das ist nervig. Hört er sich jetzt, ne? Der Mau? Es nervt. Bitches. Boah, Alter, ey. Kann der Detective nicht seinen eigenen Shit haben? Kann man den einfach mal töten irgendwie, den Detective? Kann den mal jemand abstechen, ne? Da sind Fässer explodiert, lebt auch jeder. Ja, ja, das bin ich. Okay. Das bin ich. Ich hätte für Friendship. Okay, leben noch alle? Wo bin ich denn? Ja. Oh, hier auf das Haus, wo Daniel und ich drin waren. Okay. Ich seh den gar nicht. Wer ist das denn da? Der Mob drüben hier bei dem Hubschrauber. Auf mich! Ah. Da ist einer gestorben. What the fuck? Das ist Orwell Rafa. Ich geh weg. Ich hab Angst. Ich möchte mal übrigens sagen, dass ich den Beam bei mir in der Nähe gehört habe. Und ich war da auf diesem Glockenturm. Der war auf dem Einsturzhaus, der Beam. Oh, Vorsicht vor. Alter! Oh, Flo, da ist da ein Fass, was ich beschissen wollte. Nicht drin in dem Einsturzhaus. Man hört's immer bei dem, der es aktiviert hat. Ja, aber ich habe den ja bei mir in der Nähe gehört. Deswegen sag ich das ja, die Musik. Deswegen sag ich das ja. Mach das. Natürlich hört man das bei dem, den er aktiviert hat. Aber vielleicht war der ja bei mir, der den aktiviert hat. Ja, das wollte ich eigentlich auch damit sagen. Ja, das wollte ich damit auch sagen. Ja eben, da passt schon auch. Das hat sich übelst nach einem Vorwurf angehört. Das hört mal den, der aktiviert hat. Der den aktiviert hat. What the fuck? Und? Weiß man ich. Das war der härteste Random-Kill, du scheiß Bastard! Das war für mich nicht random. Ich steh rum und er schießt mich! Okay, ich hab nichts gemacht die ganze Runde. Auf dem Weg nach oben lag gleich. Was kann ich denn dafür? Guck mal, du bist tot. Das war für mich random. Oh Gott, guck mal, regt sich gerade so. Drei. Und vielleicht den ganzen Tag. Das war für mich. Boah, Alter, Bernie, wie kann man nur so verpeilt sein, ey? Man kann ja auch mal sagen, da lag eine Leiche, Mann. Vielleicht war es Cooper. Cooper, du bist immer noch tot. Wir müssen schon die Regeln befolgen, wenn wir das Spiel spielen wollen. Nice one. Oh Mann, ey. Ja, ich. Also. Hat Bernie jetzt den Trader. Du hast den Trader gelegt, ne? Ja. Eigentlich bist du ja proven. Das ist für mich Flo oder Jo. Das komische ist, die einzigen, die da waren, sind Bernie und Cooper. Und wenn der sich so aufregt, dass er den nicht gekillt hat. Aber Bernie spielt doch nicht so krank, oder? Und auf mich ging ja der Beam, auf mich und Daniel. Das könnte Flo auf Jung kombinieren, rein theoretisch. Ja, oder ich auf Flo. Mhm. Aber ich glaube immer noch nicht, dass du safe bist. Vielleicht hat der Trader den ja auch da einfach nur hingeschossen und hat nicht gesehen, dass du da warst. Wenn er keinen gesehen hat, wurde den ja auch jetzt nicht. Ja, aber vielleicht hat er dich ja nicht gesehen. Vielleicht hat er da ja nur Leute laufen sehen, aber den Kollegen nicht. Das ist meine Meinung. Oh, was ist auf mich? Das. Gut, das muss das sein. Nee. Von so oben, glaube ich, Wasserturm. Oder? Mario. Auf das stimmt den, nicht. Der sitzt, glaube ich, oben auf den Twin Towers. Sitzt da ist doch die auf die Twin Towers, ja. Ach, Gott. Gut, dass ich jetzt. Oh, wow, da wartet echt einer. Oh, ich wollte Cooper gerade wieder beleben kommen, ey. Oh, Cooper, aus seiner nein. Sicht. Nein. Doch, erstens, aus seiner Sicht. Erstens, man konfirmt sofort die Leiche und läuft nicht einfach vorbei und dann sagt man, hey, da ist eine Leiche.
und so. Das kann ja Koopa gewesen sein oder so, weißt du? Gerade auf Rooftops muss ich Koopa da aber auch recht geben. Auf Rooftops kann man ja von überall killen. Weißt du, man kann von überall snipern und der schießt mich sofort ab. Ich stand da die ganze Zeit rum und hatte keine Ahnung davon. Ich muss Koopa aber auch in Schutz nehmen. Ich hab nämlich Rafa gekillt. Ja, weißt du, man kann wenigstens sagen, das ist eine Leiche und so. Das kann ja Koopa gewesen sein. Man kann den Verdacht auf mich schieben und dann muss ich mich verteidigen. Aber er hat mir nicht mal die Chance irgendwie dazu gegeben. Er hat mir einfach sofort über den Haufen geschossen. Und das ist mega untypisch eigentlich. Ja, der mir war angeguckt, sofort weg. Aber dann hat da einer unten rumgegammelt. Ich wollte dich gerade wiederbeleben kommen. Ich hatte leider nur noch Punkt für einen Defibrillator und konnte mir den Grapplehook nicht kaufen. Hi. Ja. Hi. Ja. Ja, ich bin Detective. Auf den Weg hier. Sub, geh da weg. Ich werf deine Incendiary hin. Sub, geh da weg! Und Junge ist gefallen. Lebst noch? Ja. Oh, aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Oh Gott. Ich bin ein leichtes Opfer. Kannst dich doch heilen. Ja, aber zum Glück hatte ich noch den Punkt. Aber ich habe gedacht, du kommst jetzt hinterher und killst mich, weil ich 10 HP hatte. Ist nicht meine Aufgabe, als Endos einmal den Detective zu killen. Leben denn noch alle? Ja. Ihr müsst mal mehr reden, Leute. Ihr müsst mal mehr reden. Ja. Oh, auch noch. Oh, das war ich nicht. Friendship Beam auf mich, Friendship Beam auf mich. Okay, Sub war das nicht, die Musik hätte ich gehört. Sub ist safe. Der Friendship Beam zumindest ist safe. Warte, Sub, komm mal her. Ich hab irgendwo in der Nähe von dem, Du bist das nett. Ich würde da nicht. Einfach so. Ich war gerade in einer Grube. Hat keinen Grund. Sub ist das nicht. Sub ist safe vom Friendship Beam. Ich weiß, dass ich nicht so. Hier ist Blut. Warum ist da Blut? Ich war gerade im Haus. Detective. Nee. Was ist Koopa? Du leckst, Koopa. Okay. Nein, für mich bist du noch nicht confirmed, weil bei mir hätten jetzt wieder alle gesagt, oh ja, kann ja sein, dass Lina selber auf dich geschossen hat. Nicht im Turm. In meinen eigenen Turm rein. Ja. Das sagt ihr bei mir auch immer. Ja. Ja, ist ja auch so. Also von daher bist du für mich noch nicht 100%ig safe. Du bist sehr safe, aber nicht 100% safe. Oh. Daniel. Also Sub hat den auf jeden Fall nicht geschossen. Haben noch irgendwelche Leute sich gesehen in der Zeit? Nö. Jungs, diese riesige Scheiße wurde da aktiviert, glaube ich. Ich habe die Meldung bekommen. Die riesige Scheiße. Ach, das sieht man nur als Traitor übrigens. Also Koopa hat den Friendship Beam auf sich geschossen, okay. Koopa ist frei zum Abschuss. Genau. Was denn für eine riesige Scheiße? Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich dachte, das wäre das. Bernie? Das ist doch ein Traitor-Room, oder? Irgendeine Hand wurde... Nee, da kannst du irgendwas machen, warte mal. Ihr seid es doch beide, Daniel und Bernie. Ihr seid es doch beide, Alter. Daniel und Bernie. Daniel und Bernie diese Runde. Ich dachte, der war... Verpiss dich! Verpiss dich. Nein. Ich drück da nicht drauf. Du bist es mit Daniel. Bernie, ich lass mich von dir nicht fahren. Rafa. Oh, hab kein Problem, Rafa ist safe, Daniel und Bernie. Achso, Rafa, ach so. Wie? Ja, das ist dein Verdacht. Okay. Warum ist also, Rafa safe? Das hab ich wahrscheinlich nicht überhört. Warum? Weil Daniel und Bernie sind. Sub hätte wegmachen können, also ich glaube, Sub ist. Nee, Sub ist auch. Ich glaube, Sub ist auch Inno. Der hat den Friendship Beam zuerst gehört, der hatte nicht die Musik. Ich glaube, ich finde, Sub ist sehr Inno, deswegen vertraue ich ihm meinen heiligsten Gral an. Dein heiligsten Gral. Okay. Was ist denn? Und er läuft einfach vorbei. Oh, jemand wird weggeschrotzt gerade. Ich hab's gehört. Leute, okay. Mario. Hat gemacht? Ich glaube es war Sub. Ja, es war Sub. Da oben ist Daniel. Hab bei den Eiskalt weggeschrotzt, als er ihm was schenken wollte. Herzloser Bastard. Oh, Penny, ich schleich nicht so rum, geh weg. Na, Daniel, was willst du von mir? Hi, durchlaufen. Liege du vor, da liegt Jungs Leiche. Sub war bei den. Penny! Mann! Jetzt geh ich da lang! Geh die andere Richtung! Sub war bei den Twinter aus. Da wird irgendwo mit der Gauss. Gauss. Fuck. Aua. Aua.
Ja, Boah, wer lebt denn jetzt noch, Ist Sub tot? Nee, also eben habe ich den noch gesehen. Also in weiter Ferne, nicht so, dass ich ihn abschießen konnte. Und ich glaube auch, er hat auf mich geschossen. Der ist im Haus drin. Danke, Bitch. Schön. Der hat drei Gauss-Schüsse ausgehalten, ey. Du bist nur einen hast du auf mich getroffen. Ich hab auch einen auf ihn geschossen. Also einer hat mich getroffen. Ja, Sub hat er gegen mich, das war richtig Gauss-Klatsch, ey. Sorry, Jung. Benny, du musst mal mehr reden. Du musst mal sagen, dass du angeschossen wirst. Damit Rafa kombinieren kann als Innocenter. Ja. Es waren nur noch vier Leute am Leben, zwei Traitor und zwei Innocente. Wenn du gesagt hättest, auf mich wurde geschossen, hätte Rafa sagen können, okay, kann ich die anderen beiden killen. Du musst mal reden. Du lässt dich anschießen von Sub und sagst nix. Das ist wohl wahr. Reden. Bernie war's. Bernie. Wo? Ich hab Rafa nicht gehört. Der okay. Gelegt. Wo ist Sub? Ich hab ihn gekillt. Ja. Okay, wir Rafa haben alle ist drei safe. Auf den geschossen. Ja, ja. Wer alle drei? Ich. Okay, Kupa, Flo, Kupa, ich ja, duell. Okay. Kupa, hier am komischen Haus da. Ist? Oh, Gott. What the fuck? Das ging schnell. Das war eine schnelle Runde, ja. Bernie, bei drei Mann fängt Bernie an zu schießen. Hatte keinen Bock mehr. Nachdem ich Bernie sage, er muss mehr reden, nö. Schießt er einfach mit der Waffe rum. Nö, erstmal direkt ein bisschen. Direkt escalaten. Bock zu ballern gehabt, ne? Hier den kleinen Notbrecher. Bitte nur Daniel gesehen. Ja, drei Leute kann man auch übersehen. Ja, es war im Haus. Also nee, sag ja, drei Leute kann man auch übersehen. Auf der Map kann man wirklich drei Leute übersehen. Hi. Oh, ja. Ich hab doch gesehen, dass du da weg warst. Hast du eine Deal? Ja, ich weiß. Ja? Na, Flo? Alter, was schießt, hab einfach die Brücke ein, ne? Einfach so. Bisschen spannender machen. Was macht's? Hä? Egal. Na, Mario? Wow, erschreck mich nicht so. What the fuck, Alter? Okay, Daniel ist sehr safe. Okay, Mario, hier liegt die Kappe vom Detect. Hä? Wo? Habt ihr zufällig. Wo? Jetzt mal ohne Spaß. Wo? Habt ihr. Hier. Pass ab. Hä? Bei mir liegt nix. Der DNA-Scanner unter Hut liegt. Wo? Hier. Ich hab den DNA-Scanner aufgehoben. Wo? Ja, Rafa lebt immer noch. Deswegen. Auf dem Boden? Hier liegt bei mir nix. Hä? Rafa, rede. Hier, ich hab den DNA-Scanner. Rafa? Wo? Jungs, Rafa ist tot. Ey, hier wurde gerade einer weggemacht. Der ist hier am Turm hinten. Ich bin das nicht! Oh, scheiße. Sorry, Jung, falls es nicht was, aber du hast so mit der Deagle auf mich geguckt, ich dachte, da gibt's irgendwelchen Headshot. Nee, weil hier wurde auch gerade einer vor meinen Augen, Sub wurde damit der Sniper weggemacht. Deswegen. Ja, das war aber nicht Jung. Jung stand nur daneben, der war unschuldig. Leider kann ich ihn nicht konfirmen, weil er runtergefallen ist. Na, das hab ich auch mitbekommen. Ich weiß eigentlich jetzt, ob du noch bist, oder ich bin verwirrt. Es war viel zu viel jetzt da, Leute auf einmal zusammen. Ja, eigentlich bin ich für dich eigentlich mega verdächtig, weil ich Junge über den Haufen geschossen hab. Aber wir können halt den nicht konfirmen, deswegen weiß er nicht. Deswegen, ja. Deswegen weißt du nicht, bin ich jetzt Traitor oder war Jung Traitor. Oder waren wir beide nur, das wäre natürlich noch bitterer gewesen. Der Jungs Glück war wahrscheinlich Traitor. Da wir nur noch reden, glaube ich, dass der Rest eher Traitor ist, in die Richtung. Entweder Traitor oder wir beide leben noch. Flo ist hier. Na, Flo? Ja. Warum hast du nicht geredet?
ich nicht schon alle mitbekommen habe, was hier gerade passiert ist. Also du hast auch nicht gesehen, wer gesnipert hat auf dich, Daniel? Oder wer ist denn gestorben? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es war Sub. Ich bin mir ja, echt Sub nicht muss ja gestorben sein. Der war ja hier auch in der Nähe. Der wurde weggesnipert. Ja. Für mich sah das so aus, als hätte Mario Sub weggemacht, weil Mario auch eine Sniper hatte. Vielleicht habe ich ja mit Glück den richtigen erwischt. Ist ja natürlich noch bitter für Jung. Oder ist es bitter, wenn er... Jetzt kommt die Frage. Wäre es bitter gewesen, wenn er innocent wäre? Oder ist es bitter gewesen, wenn er ein Traitor wäre? Ich würde abstimmen. Scheint anscheinend gut. Also, weil mich wäre halt Traitor gewesen in dem Punkt. Mhm. Also, wir beide sind die einzigen, die irgendwie kommunikativ sind. Das steigert natürlich das Vertrauen gegenseitig. Robocop. Ey, ich bin Robocop. Möchten Sie einen Toten? Jo, ist da auf der Mitte. Auf den drei Dächern? So, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Daniel? Tja, hättest du schon vor auf Flo schießen sollen, ne? Weil ich habe Jungs, wirklich. Mr. Pisser. Okay, der war aber daneben. Ich mal eine Fernkampfwaffe. Ich mach das. Platz ist hier und bewegst dich nicht, oder was? Ja, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Deswegen kann ich mich nicht raustrauen. Und auch nicht mit der Sniper irgendwo rausgucken, sonst kann ich einen Headshot fressen. Und sich die Innocent-Regel aus.
Das suche ich 2 Minuten nach einer Sniperwaffe. Dann bleibst du da einfach stehen. Ah, nicht dein Ding, Flo. Ich bin enttäuscht. Cooper hat gefühlt die Hälfte der Zeit gekämpft. Ja. Alter, Rafa, beschwer du den hier. Messi. Rafa war ein Meisterkämpfer seiner Zeit. Du wärst aber der Erste gewesen, der sich wieder beschwert hätte. Da muss ich Rafa schon recht geben. Du Camper. Ja, du bist ein Camper. Keine Ahnung, deswegen konnte ich halt nicht mehr ins Haus schauen. Da hab ich auch drauf. Ja, du hättest ja einfach runterlaufen können, da. Ja, ins offene Feld, das ist noch besser. Ja, aber Flo hat ja auch keine Ahnung, wo du bist. Doch, der wusste, dass er im Turm ist. Ich wusste ja, dass er im Turm ist. Ja, aber wäre Kuba rausgelaufen? Dann hätte er gewusst, dass er in der Nähe des Turms ist. Es gibt ja nur einen Weg vom Turm weg. Nein, 3. Links, rechts und Mitte noch. Ich muss halt erstmal auf diesen riesigen langen Laufsteg da, keine Ahnung. Ja, aber er hat ja wie gesagt Waffen gesucht. Das wusste ich ja nicht. Das war sehr träge. Das konnte ich ja nicht wissen. Aber war schon hart gekämpft. Jo. Hart. Jo. Wie ich Rafa erschossen habe, wie ich Sub erschossen habe. Irgendwie war immer jemand neben mir, hat es aber irgendwie nie richtig gepeilt. Ja, ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen, als du deinen Sub erschossen hast, dachte ich mir auch so. Die Leute haben immer noch so gesagt, ja, da ist gerade jemand gestorben. Dann, du hast das doch eigentlich voll gesehen, oder nicht? Ding, ich hab doch gesagt, wahrscheinlich war es er. Ja, wahrscheinlich hilft aber nicht. Denkst du, Jung, du hattest versucht, mir einen Header zu geben, oder? Ich dir? Nee. Mit der Diegel, ne? Hast du nicht versucht? Du sahst da mega so aus. Nee, ich war einfach nur neben dir. Mit... Okay. Hast du geschossen gerade? Wer? Nein. Ich rede mit... Sieht mich derjenige nicht, mit dem ich rede? Also irgendjemand hat gerade nochmal Nein gekriegt. Nicht. Bist du im Turm? Oh, hallo. Nee. Also Bernie hat Nein gesagt. Also hier hat gerade jemand geschossen. Ja, ich hab gerade geschossen. Ich hab ein Fenster im Turm aufgeschossen. Das wollte ich meinen. Kommt man da hoch eigentlich, wenn ein Doppeltwinter da? Mit der Leiter. Ja, aber wir crouch mit... Okay, gut. Schade, ich erreiche die Leiter nicht. Kuba. Hab ihn. Nee, hab ihn nicht. Aber ich wurde vergiftet und Kuba ist definitiv einer, der hat Bernie. Ja, wo gemacht. Ist er denn? Kuba okay. War beim Twin Tower, wo Bernie war nicht. Unten war. Oder oben bei den Twin Towers? Auf mittlerer Ebene. Au, au! Kuba schießt auf mich! Twin Towers! Au, au! Der ist unten an den Twin Towers. Oh, fuck, Alter. Der hat auf mich geschossen. Ich hab nur eine Sniper. Vorsicht, 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 wer da hingeht. Wer ist das da? Ja, Mario ist da drin. Bin ich der andere? Hä, Kuba hat den weggeballert. What the fuck? Kuba ist immer noch da unten. Kommt alle her, finde ich gut. Ich schieß die ganze Zeit auf Kuba, ey. Der ist vergiftet, kannst du mal verrecken? Ach, ist er schon. What the fuck? Snipe jemand anders. Kann mir mal einer irgendwie helfen? Bin ich der Einzige, der den Traitor jagt? Ich habe auch gerade geschossen und hab mich auch schon auf Half-Life runter. Wo bist du denn, Flo? Dann können wir das irgendwie obwohl, das ist schon eine gute Idee. Weiß, Jung. Schön. Hast mich vor Daniel gut gesaved, ey. Das war der Plan. Hui! Hui! Jetzt mal wieder voll auf Abkotz-Mode gehen. War das nicht! Dip. Bernie spielt irgendwie nur rum und dann kann man ihn einfach ab. Ne? Ich hab Sub, soll ich dir sagen, wo ich. Okay, und Fernseher auf 100 Dezibel. Sub war auf dem anderen Turm, auf dem einen neuen Turm und du hattest. Wow! Wow! Nein! Oh! Was ist denn, Junge? Das war ein nicer Sniper. Ich war. Hinten bei den Zwillingstürmen gibt's doch hinten noch dieses eine spitze Dach. Und da stand ich unten am Fuße, also vor, wo man die Leiter hochklettern kann, da auf der Ebene davor, ganz am Rand. Und du hast die ganze Zeit überall hingeguckt und hast mich gesucht. Du hast auch ein paar Mal in meine Richtung da hingeguckt. Und dann habe ich dich da mit der Poison Gun verpoisoned.
Das war nice. Das war echt gute Schützenhilfe als Sniper. Genau, deine Aufgabe erfüllt. Yes, baby. Hi. Jetzt kann ich dir aber nicht mehr warten. Ich werf deine Incendiary zum brennenden Fass. Nice. Ja, lebst noch? 11 Leben. Fuck. Boah, nee, der Fall da. Okay, ich bin Fischfutter. Ein Traitor muss mich nur ansnipen mit einer Sniper. Er muss mir nicht mal einen Headshot geben. Ich bin sowas von tot. Oh. Nein. Von der Leiter runterfallen. Nee, ich bin. Da ist doch irgendwo randlos. Kurz eine Zeit lang und da bin ich runtergefallen rückwärts. Ich meine, damit stirbst du uns halt einmal nur. Nee, geh weg! Ach, du bist nicht. Oh, heil's mich! Heil's mich! Nee, ich bin nicht safe, das ist gut. Ich könnte mich doch als Traitor, könnte ich mir doch selber einen Joggering reinhauen. Ja. Joggering. Ein Joggering. Ja, so heißt das halt nur. Danny, hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Ja, hatte. Oh Mann, Rafa, bitte! Oh bitte! Rafa, ich bin Fischfutter für die Trader, ohne Spaß! Das ist nicht gut! Buddha bei die Fische. Rafa? Rafa? Rafa hat mit Zap zuletzt geredet, Leute! Ich lauf gerade hinter Flügel. Nein! Rafa hat zuletzt gesagt Zap und jetzt sagt er nichts mehr. Zap, Daniel, Baustelle in dem Haus! Daniel, Baustelle! Bei mir komplett weg. Ja, Daniel, Rafa. Ja, toll, dass du Rafa, du musst Daniel finden. Oder du solltest ihn finden. Er hat sich geheilt, Daniel hat sich geheilt. Er ist irgendwo in Haus, oh. im Haus, in den Häusern ist er. Ja, ein Baustelle ist er. Der zwei Jungs weg. Bernie, Daniel. Mach auch mal was, Bernie, bitte. Ich will dich alles alleine machen. Wo sind die? Da, wo sind die? Bernie ist tot. Bernie nice. Noch. Ja, Bernie läuft gerade in Richtung Twin Towers. Sub, ich bin hier unten, pass auf. Boah, im Sprung! Hast du das gesehen, Junge? Das war schön, aber war auch nicht mehr so schwer jetzt am Ende. Ja, gewonnen hat die Runde Sub und Jung, die Hamburger Subs, nice. Yeah. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Pod wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Ciao.